Woke up this morning and the streets were full of cars, all bright and shining like they just arrived from Mars. And as I stumbled through last night, ran hard to breathe. The paper boys scream out the headlines in the streets. Another war and now the bomb is looking weak. And tell me, have you read about the latest freak? Webbing the numbers and their names are obsolete. Why do I feel bitter when I should be feeling sweet? Meine Damen und Herren, Sie stimmen mir zu, das ist wahrlich eine Augenweide, was wir hier auf der Bühne zum Brandenburg-Tag gesehen haben bekommen. Und ich möchte einfach mal nochmal die junge Frau, ich habe sie ja schon vorher vorgestellt, aber es sind ja viele dazugekommen und haben gesehen, nochmal die junge Frau vorstellen, die sich das Ganze ausgedacht hat. Sarah Grietsch, nochmal. Das ist sie. Das ist sie. Und, mein Name, sie wird jetzt nicht gleich flüchten nach Paris oder so und weg sein, sondern sie ist noch eine Weile hier. Sie hat auch einen Stand hier. Ja, genau. Da gibt's, also das ist der spitze Pavillon dort in der Mitte.
die Nummer 50. Da gibt es auch nochmal die Ausstellung von Sorbisch Modern und noch einige Informationen zu meiner Abschlussarbeit und zu den Arbeiten, die hier entstanden sind. Und ich will jetzt hier nochmal dazu sagen an meine Backstage-Leute und meine Projektlab, vielen, vielen Dank. Ihr habt das super gemacht, alle zusammen. Und auch am Stand nachher nochmal zu sehen ist, sind auch speziell die Arbeiten, die entstanden sind zur Modenschau von den Zieh dir was an Projektteilnehmern, zum Beispiel von den Christian Reiche und von der Anne Margolz, die haben was genäht und das lief jetzt auch hier gerade mit. Und dann nochmal lieben Dank an Maxi, die unsere Fotografin ist. Ist auch Projektteilnehmer, darf man nicht vergessen. Okay, Dankeschön. Genießen Sie Ihren Tag noch. Ja, Dankeschön. Danke euch allen. Sehr schön, dass ihr hier bei uns gewesen seid und sehr schön, wie ihr das gemacht habt. Vielen Dank.